Heute geht es mit unserer selbstgebauten Bandsäge weiter. Das letzte Mal haben wir diesen Rahmen gebaut und heute werden wir uns um die Spannvorrichtung für das obere Rad kümmern. Als erstes schieben wir lieber ein bisschen von der Arbeitsfläche weg, dass ich in Ruhe arbeiten kann. Das erste, was wir jetzt angehen werden, ist diese Spannvorrichtung, die hier reinkommt für das obere Rad. Dazu brauche ich jetzt erstmal verschiedenste Multiplex-Abschnitte. Die machen wir jetzt kurz. Haben wir jetzt die Teile, da können jetzt nur ein paar Bogen und ein paar Ausschnitte rein. Zum Markieren nehme ich wieder meinen Speedmarker hier. Wer sich für den interessiert, Link in der Videobeschreibung. Mit dem geht es halt super schnell und bequem, wie ihr seht. Der Ausschnitt, den wir jetzt hier fertigen werden, der muss nicht sonderlich genau sein. Und bevor jetzt der Kommentar kommt, ja das ist ja toll, ich brauche eine Bandsäge, um eine Bandsäge zu bauen. Quatsch, kannst du ja auch mit der Stichsäge machen. Ich mache es nur, weil ich zwei Bandsägen habe. So schauen die Teile jetzt aus. Wie ihr seht, das ist nicht übertrieben sauber geworden. Die Kante hat noch leichten Bogen. Aber Genauigkeit da, wo Genauigkeit gebraucht wird. Und hier wird einfach keine Genauigkeit gebraucht an dem Teil. Als nächstes müssen wir ein bisschen fräsen. Weißt du, ich warte jetzt schon wieder auf die Kommentare. Ja, da braucht man ja voll Werkzeug, um eine Bandsäge zu bauen. Ja, hoi, um Ski zu fahren brauchst du auch Skier, brauchst auch Skischuhe, brauchst auch eine Tageskarte. Ja? Also jedes Hobby verlangt halt gewisse Voraussetzungen. Und wenn ich heimwerken will, dann brauche ich halt Werkzeuge. Ja, mit einer Stichsäge kommst du halt nicht weit. Bloß um den Kommentaren vorzubeugen, die jetzt hier einen auf, da braucht er voll das Werkzeug. Naja, eine Fräse brauchst du vielleicht und eine Stichsäge, das brauchst du. Also stelle ich mir 9 mm ein. So sehen unsere Teile jetzt aus. Das hier habe ich alles weggefräst. Und jetzt muss hier noch ein Ausschnitt in beide Teile hinein. Der müsste jetzt auch nicht ultra genau sein, aber genau und ungenau machen ist die gleiche Arbeit, also mache ich ihn genau. So, wie mache ich das? Ganz einfach. Als erstes nehme ich mir mal ein einziges Teil vor. Das ist dieses hier. In die Ecken meines Ausschnitts bohre ich Löcher. Hat jetzt auch den Vorteil, dass unser Ausschnitt dann keine Ecken hat, sondern eine Rundung. Sieht auch besser aus. So, ich habe jetzt eine Beispielfräse rein, weil ich euch jetzt was ganz Wichtiges zeigen werde. Das kann euch den Finger retten, also würde ich euch bitten, ganz gut aufzupassen. Der Fräser dreht in diese Richtung und wir fräsen immer im Gegenlauf. Das heißt, wenn ich diese Kante fräsen möchte und der Fräser dreht ja immer in die gleiche Richtung, fräse ich im Gegenlauf. So, jetzt kann es auch sein, dass sich manche denken, ach, ich habe das hier eingestellt, jetzt fräse ich diese Kante. Da der Fräser in diese Richtung dreht, ich kann nicht mit der Fräserrichtung fräsen, denn sobald der Fräser hier einhakt, hakt der Fräser ein und mein Material schießt nach vorne, weil es ja in Drehrichtung ist. Das sieht man hier. Wir müssen immer Gegenlauf fräsen. Das bedeutet, wenn ich fräse, fräse ich diese Kante, drehe um und fräse auch wieder diese Kante. Hier zwischendrin
dürft ihr nichts fräsen. Also ich kann jetzt nicht mein Holz hier reinlegen und irgendwie so auf Breite fräsen, weil ich würde wieder im Gleichlauf fräsen. Und das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Nehmen wir an, ich habe meinen Finger hier und ich fräse hier. Der Fräser wird zu 100%iger Sicherheit. Das ist nicht eine Möglichkeit, das wird passieren. Der Fräser hakt ein, ihr schiebt in die Richtung, euer Finger ist hier, das Ding dreht mit 30.000 Umdrehungen, ihr kriegt euren Finger rein, Finger danach kaputt. Das heißt, hier drin wird nie gefräst, außer ihr seid Profis, dann geht das, dann wisst ihr, wie das funktioniert. Es wird immer nur an dieser Seite des Fräsers gefräst. Wenn ihr es nicht verstanden habt, würde ich euch bitten, es nochmal anzuschauen, weil ich habe das in einem ganz, ganz, ganz alten Projekt falsch gemacht. Zum Glück war nur mein Werkstück kaputt und nicht mein Finger, aber mir ist das danach auch noch einmal passiert. Und das ist sehr, sehr, sehr gefährlich, wenn man im Gleichlauf fräst. Deswegen ganz wichtig, immer gegen die Drehrichtung des Fräsers fräsen. Also, machen wir's. So, ich habe jetzt alles eingestellt. Was jetzt passieren wird, ich werde anschalten. Werde dann das Teil anlegen, werde gucken, wo ich auf dieser Linie bin. Falls das nicht passt, werde ich den Fräsanschlag in diese Richtung nachstellen. Fräse die erste Seite, wenn es passt, drehe ich das Teil nur um und fräse die zweite Seite. Und dann kann ich sicher sein, dass beide Ausschnitte auf der gegenüberliegenden Seite gleich sind. Das Ganze mache ich nochmal hier. Da muss ich allerdings tricksen, weil wie ihr seht, hier kann ich nicht anlegen. Wenn ich hier reinkomme, dann sackt mein Teil ab und das war's. Also werde ich das nachher hier noch hinterlegen, aber da kommen wir gleich dazu. Hat wunderbar geklappt und jetzt werde ich, wie gesagt, ich kann das hier zwar schon anlegen, aber da das ein wenig kippelig ist, ich nehme ganz einfach eine Restplatte, drücke das hier dran. So, der erste Ausschnitt ist fertig. Die Frage ist aber, wie kriege ich jetzt den Ausschnitt vom ersten Teil auf das zweite Teil? Klebebandtrick, beste, sage ich nur, beste. Und jetzt haben wir zwei Teile mit exakt dem gleichen Ausschnitt hergestellt. Kein Problem. Als nächstes gibt es ein bisschen Fleißarbeit. Das sind diese zwei Schieber, die müssen hier in den Rahmen rein. Und zwar hier zwischen rein, hier ist genau 18 mm Platz. Und logischerweise geht diese 18 mm Leiste hier nicht rutschend rein. Die muss aber hier rutschend oder leichtgängig rein und raus gehen. Jetzt kann man es natürlich abschleifen, wenn ihr nur einen Schleifer habt. Ich habe einen Hobel, ich nehme hier keine Ahnung, 2-3 Zehntel ab, so lange bis es hier wirklich reingleitet. So, ich gehe mal auf 17,5, dann schauen wir mal, wie es ausschaut. So, sehr schön. Gleitet wunderbar leicht rein und raus. Ich schleife jetzt gerade noch die ganzen Grate ab, weil wir werden jetzt die innere Kassette verleimen und es muss nachher alles schön gleiten. So, das sind jetzt die beiden Gleitleisten, die wir ja vorher zugesägt haben. Das ist einfach nur ein Hilfsbrett, das hier den Abstand und die Parallelität von diesen zwei Gleitleisten bestimmt. Und hier wird jetzt die erste Seite unserer Kassette draufgeleimt. Ich habe hier extra die Kanten noch angefasst, dass wenn es Leim rausdrückt, das nicht an unser Testholz oder an unser Abstandsholz kommt und das dann auch noch in dem Rahmen festleimt. Das B
beschwere ich jetzt irgendwie so 5 Minuten, dann drehe ich es um und leime die zweite Seite drauf. Fünf Minuten sind vorbei, vielleicht waren es auch bloß 3, keine Ahnung, spielt ja auch keine Rolle. So, jetzt versuche ich das Brett mal hier rauszuheben, nicht dass das festleimt. Und dann klebe ich die zweite Seite hier oben drauf. So, ich stelle mir den Abstand hier ein. Wenn der Leim abgebunden hat, probieren wir, ob die Kassette hier reinpasst, was sie nicht wird, weil sie noch zu dick ist. So, und hier ist genau das Gleiche. Entweder schleift ihr die Saiten jetzt so lange runter, bis es reingeht, oder, wie ich es mache, ich hob es. Probieren wir es mal. Also hier geht's schon mal lose rein, aber hier unten muss ich noch ein bisschen drücken. Es geht zwar rein, aber ich muss ja noch leicht nachhelfen. Und jetzt muss ich halt rausfinden, wo es noch klemmt, ob es die Breite ist oder der Falz, und muss das nacharbeiten, bis das wirklich von alleine ganz durchrutscht. Das erste, was ich probiere, ist, diese Kanten anzufasen. Ja, das dürfte mal reichen. Ja, man sieht, es fällt schon weiter runter, aber es klemmt immer noch. Ich glaube, es liegt auch an der Gesamtbreite. Heißt, ich werde jetzt hier ein Müh an der Seite abnehmen. Und nehmt wirklich lieber weniger als zu viel ab. Dran machen könnt ihr nichts mehr. Sondern so soll es ausschauen. Es hat nach links und rechts Spiel, ist es okay. Und in diese Seite soll es auch leicht spielen. Also es soll in jede Richtung leicht Spiel haben. So ist es perfekt. Es muss wirklich von alleine nach unten rutschen. Sehr schön. Das ist die Kassette, die wir gerade gebaut haben. Dann habe ich ein ähnliches Teil nochmal in klein gebaut. Und das geht jetzt hier rein. Und das wird die Spannvorrichtung für unser Rad. Leck mich am Arsch. Aua. Himmelarsch. Er kann ja nichts dafür. Ne? Heute kommen wir ja richtig voran. Als nächstes brauchen wir an den Teilen noch ein paar Fräsungen und ein paar Bohrungen. So, 75 brauchen wir hier. Jetzt müssen wir hier durchbohren, aber das wackelt irgendwie. Also habe ich mir gerade überlegt, nehmen wir einfach so ein Brett. Zwingendes dahin oder haltendes, dann kann das hier schon nicht kippen. Dann können wir senkrecht durchbohren. Der Truppe, der hat es einfach sowas von raus. So, nehmen wir jetzt einfach so eine Einhandzwinge, zwingen das dahin. Gut ist. So. So, wenn es alles passt hat, dann müsste es hier durchgehen. Toll. Leck mich doch am Arsch. Leck mich doch einfach am Arsch. Das ist ja super, dass es passt. Nicht. Müssen wir halt irgendwie mit der Hand hinbohren. Leck mich doch echt am Arsch. Warum funktioniert das jetzt nicht? Das hat echt prima geklappt. Das hat super geklappt. Ich hoffe, ich kann mir das hinbohren, weil das Teil nochmal zu machen, ist echt schon eine Arbeit. Also das ist jetzt in 5 Minuten gemacht. Also komm, passt. Das Gute ist, sollte das Teil wirklich Probleme machen, ist kein Problem, kann ich neu bauen. Habe ja Anleitung. Hier ist jetzt die Welle und die müssen wir jetzt in diesen Halteklotz einarbeiten. So, 125.
Das ist dann hier. So, die Welle müsste 25 mm haben. Ja, ich hätte mich auch gewundert, wenn es nicht gehabt hätte. So, Forstnerbohrer, logischerweise auch mit 25 mm. Und da müsst unsere Welle jetzt quasi saugend rein. Ja, was sie tut. Die geht sehr schwer rein, aber sie geht rein. So. Brauchen wir noch ein paar Fräsungen an den Klötzen hier. Oder an dem Klotz und an dem Ding hier. Als nächstes brauchen wir einen Flachstahl. Was werden wir denn da haben? Wir brauchen einen ziemlich dicken, weil da Gwind rein muss. Darf ich vorstellen, das ist übrigens meine Stahlschublade. Was ist mit dem hier? Das schaut doch gut aus. Müssen wir jetzt halt nur irgendwie zuschneiden. Aber gar kein Problem. Wenn man so ein Winkelschleifhalter-Vorrichtungsding baut, mega geil, gibt es als Bauanleitung, verlinke ich euch unten, werdet ihr gleich sehen, absoluter Traum. Nehme meinen Stahl, den lege ich hier an die Anschlagschiene an und dann kann ich hier geführt mit der Flex wirklich 90 Grad Schnitte ausführen. Diese Vorrichtung, weil sonst musst du mit der Hand machen und dann musst du nachfeilen. Weißt du was? Schauen wir mal, wie grad es ist. Alter, schau mal an, hey. Siehst du das? Da fällt es um einen halben Millimeter ab, aber ganz ehrlich, für eine selber gemachte Vorrichtung ist das doch der absolute Traum. Schau mal an. Wie gesagt, Bauanleitung zu dem Ding findet ihr in der Videobeschreibung. Für die Leute, die ja Flex haben und auch endlich mal winklig abschneiden wollen. Wobei, ich brauche es vielleicht nochmal. So, das wird jetzt da eingelassen, das heißt, ich muss jetzt hier was wegfräsen, dass das da hier reinpasst. Das heißt, ich muss mich den Falz unten anfräsen, aber ihr seht, die Auflagefläche ist sehr gering und wenn ich hier reinkomme, dann kann das Teil kippeln. Wie behelfe ich mir? Irgendeine alte Platte, die hat mehr Anschlagfläche dahinter, da lege ich das Teil dran und los geht's. Spannvorrichtung ist so gut wie fertig. Jetzt fehlen hier oben noch Löcher. Die Löcher müssen hier oben rein und zwar wirklich senkrecht.
Mit der Tischbohrmaschine kann ich das vergessen. Warum? Naja, weil es einfach viel zu hoch ist. Was ist jetzt aber, wenn ich wirklich senkrechte Löcher brauche? Wie behelfe ich mir da? Hey, nichts leichter als das, ja? Let's Bastel Bohrmeister. Eine kleine selber gebaute Vorrichtung. Was ist jetzt der Let's Bastel Bohrmeister? Der Let's Bastel Bohrmeister ist dieses Rad, in das ich verschiedene Hülsen einschrauben kann in verschiedenen Bohrerdurchmessern. Und wozu ist das Ganze? Dass ich senkrecht in Materialien bohren kann. Denn diese Hülsen führen meinen Akkuschrauber oder meinen Bohrer wirklich senkrecht. Jetzt gibt es aber ein Problem. Ich kann das Ding jetzt hier nicht ansetzen. Ihr seht, wenn ich jetzt hier bohren will, komme ich gar nicht dazu, dass das hier irgendwie vernünftig steht. Was mache ich jetzt? Hier habe ich einfach nur ein 18 mm Multiplex genommen, habe es durchgebohrt, dass es genau mit dem Bohrmeister passt. Dann noch unten ein 6 mm Multiplex draufgeklebt mit einem ganz kleinen Loch. So, und jetzt stelle ich das eigentlich nur so drauf und schaue, wie man jetzt sieht, mittig ist jetzt mein Anriss. Und durch diese Bohrhülse ist mein Bohrer wirklich senkrecht geführt. So, und jetzt schaue ich mit der Zentrierspitze, ob ich wirklich in der Mitte meines Anrisses rauskomme. Das tue ich jetzt. Und wie man sieht, kippt und wackelt da auch nichts mehr. Ich kann also in Ruhe senkrecht reinbohren. Und so schnell und einfach kann ich in verschiedene Materialien senkrecht eintauchen. Warum ist das gut? Naja, stellen wir uns vor, ich brauche hier eine Bohrung. Hier komme ich mit der Ständerbohrmaschine gar nicht hin. Mit dem Bohrmeister kann ich auf der gesamten Fläche, egal wie groß meine Platte oder mein Brett ist, senkrecht einbohren. Geil, oder? Das Ding kann noch viel, viel mehr. Ich habe es euch in der Videobeschreibung verlinkt. So, hier kommt nachher die Welle für das Rad durch. So, als erstes kommt mal diese Schraube hier rein. Oh, schau mal, das steht über. Das ist aber schlecht, wenn das übersteht. Dann geht es da gar nicht mal rein. Schau mal. Siehst du das? Das ist schlecht. So, ihr könnt es auf Fläche hinschleifen, das ist aber auch blöd. Weißt du, wenn es sich verdreht, dann geht es da auch nicht mal raus. Ihr müsst irgendwie den Durchmesser von der Scheibe ein bisschen kleiner machen. Blöd ist halt, ihr habt aber keine Drehbank da. Ich habe aber eine bessere Idee. Als erstes klemme ich die Scheibe mal hier zwischen zwei Muttern fest. Dann spanne ich sie in meiner Tischbohrmaschine fest. Dann brauche ich Flex und eine Schleifscheibe. Und dann gib ihm. So, wunderschön, gradfrei. Perfekt. So, dann können wir es zusammenbauen. Ah nee, scheiße, da kommt der Boden hin. Den müssen wir auch noch kurz hinmachen. Das machen wir jetzt einfach schnell und unkompliziert. So, habe ich jetzt alles. Ich glaube schon, können wir es zusammenbauen. Eigentlich wollten wir Schlossschrauben nehmen, aber die sind sauteuer und die gibt es nicht. Ich habe einfach eine Gewindestange genommen und habe die Mutter mit Schraubenkleber, also mit Loctite, draufgeklebt. Hier ist unsere Scheibe, die wir runtergeschliffen haben. Die kommt hier rein. Dieser Klotz kommt hier rein. Da kommt nachher die Welle rein, auf der das Rad läuft. Das müsste ich jetzt hier auch leicht reinstecken lassen. So, und dann muss das sich ein bisschen bewegen. So, und das kommt jetzt ganz einfach, hoffe ich, hier, sehr schön, das muss wirklich gleiten. Sehr gut. Und das hier ist die Schraube, mit der wir nachher die Neigung oder das Tracking des Rades einstellen können. Und wenn sich nichts verändert hat, müsst ihr unsere Spannvorrichtung hier auch ganz easy reingleiten. So, wunderbar. Wichtig ist, dass es wirklich alles reingleitet. Sehr schön.
sind wir der selbstgebauten Bandsäge schon einen Teil näher. Im nächsten Teil werden wir uns um die Räder kümmern. Apropos nächster Teil, sobald der nächste Teil online ist, werdet ihr ihn hier oben sehen. Hier unten werde ich euch die Playlist verlinken. Da sind alle Videos zum Bau der Bandsäge drin. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Teil. Servus.